Hallo, hier ist wieder Bernhard Eschbaumer von der Firma Eschbaumer Forst- und Gartentechnik. Heute mal wieder bei strahlendem Sonnenschein den neuen Mähroboter installiert, und zwar den ganz neuen Automover 405X. Also der hat einige Besonderheiten im Vergleich zu den Vorgängermodellen. Einmal haben wir Scheinwerfer, die haben wir jetzt aber deaktiviert. Die kann man aktivieren, nur tagsüber oder nachts, wie man möchte. Der hat die GPS-Einheit drin, das heißt, ihr könnt einen Gebietsschutz sozusagen machen. Wenn den einer entfernt vom Garten, also sprich klauen würde, dann kriegt ihr sofort über die App aufs Handy eine Warnmeldung. Egal wo ihr heute, solange ihr eine Datenanschlussverbindung übers Handy hat und der Mähroboter das auch, kriegt ihr automatisch eine Warnmeldung. Also ihr habt da erhöhte Sicherheit. Dann haben wir natürlich das GPS auch drin für die Örtlichkeiten. Also hier haben wir einen einfacheren Garten, da bräuchte man das jetzt nicht unbedingt, weil das eine einfache viereckige Fläche ist. Aber wenn jetzt zum Beispiel da Wege durchgehen, viele Hindernisse oder der entsprechend größer wäre oder man hat mehrere Gärten, wo man zusammengefasst hat, dann ist das natürlich schon ein Vorteil, weil dann kann er mit dem GPS automatisch Fernstart Punkte am Suchkabel ziehen und entsprechend dort starten. Also in dem Fall haben wir jetzt keine Suchkabel verlegt, weil das wie gesagt bloß ein einfacher kleiner Garten ist. Da kann man das Suchkabel bei dem Modell auch weglassen. In dem Fall, weil dann braucht man nur das Außenkabel einmal rumlegen. Da haben wir jetzt ein bisschen Abstand hinten auch lassen, da man eventuell noch eine Garage dazu bauen kann. Das kann man machen, muss man aber nicht machen, und das entsprechend schön auf Platten verdübelt. Kann man aber auch mit den Erdschrauben in den Rasen schrauben. So ist es halt optisch nun mal schöner. Also wichtig ist darauf zu achten, dass die Kabel halt sauber verlegt sind. Wenn ihr bei mir das Gerät entsprechend verlegen lasst, mache ich das euch entsprechend mit der Verlegemaschine, kommt das Kabel sauber in die Erde. Ich stelle euch alles ein, erkläre euch alles genau, dass ihr euch keine Gedanken und Sorgen mehr machen müsst. Was ich halt super faszinierend finde, wie leise die neuen Mähroboter sind. Also da ist jetzt Gras auch sehr hoch. Wichtig ist, da sollte man dann auch entsprechend ganz hoch mähen lassen. Ist halt super leise. Die Motoren sind noch leiser bei den neuen Modellen. Man hört nur das leise Surren von dem Messer, wenn er schneidet. Also wenn ihr einen leisen, zuverlässigen Mähroboter wollt, den wo ihr auch über die Handy-App steuern könnt, seid ihr mit den neuen X-Modellen super dabei. Wichtig ist halt, dass das alles sauber installiert hat, dass ihr, wenn habt, einen Fachmann, der wo euch das machen kann, oder euch selber entsprechend zuverlässig informiert, dann habt ihr später auch keinen Stress nicht. Nicht, dass er irgendwo gegenfährt. Das Kabel sollte immer so verlegt sein, dass Bäume oder andere Hindernisse ausgespart sind. Das ist aber wichtig, weil sonst habt ihr langfristig Probleme. Was auch noch eine Besonderheit ist bei dem neuen Mähroboter, könnt ihr ihn auch über die App einstellen. Also die Messerhöhe, die Schneidhöhe könnt ihr über die App einstellen oder am Mäher, am Display, das geht beides. Und ihr habt auch noch eine Programmfunktion, dass er die Mähhöhe anpasst entsprechend. Also der kann einiges mehr. Also wie gesagt, wenn ihr eine kleine, komplizierte Fläche habt und ihr über die App steuern wollt, dann habt ihr mit 405X mit dem neuen Modell super dabei. Also momentan habe ich noch welche auf Lager, wenn ihr welche braucht, wartet aber nicht zu lange. Nachfrage ist sehr hoch und viele Modelle haben schon ausverkauft. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen sonnigen Tag. Genießt die Ruhe, wenn ihr einen Mähroboter habt oder wenn ihr mal eine Neuanschaffung plant, überlegt euch, was ihr euch kauft. Also ich würde nur Husqvarna empfehlen. Dankeschön, Servus.